Der Tag hat nicht so angefangen, aber er wurde richtig, richtig geil hinten raus. Und warum wir uns so einen Stress geben, um hier noch fette Shots rauszumachen, das erfahrt ihr im heutigen Vlog. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer kleinen Anekdote direkt am Anfang dieses Vlogs. Unser Transit, für den wir mittlerweile einen super schönen eigenen Parkplatz hier vor unserem Lager haben, stand vorher für eine Weile auf der Straße, was uns ein ziemlicher Dorn im Auge war. Und leider Gottes auch zurecht, weil irgendwann mitten in der Nacht ging bei Joscha und mir plötzlich die Alarmanlage los. Also die Alarmanlage vom Auto ging los und wir haben die Benachrichtigung bekommen. Dann sind wir mitten in der Nacht los, weil wir dachten, es wäre eingebrochen worden oder sonst irgendwas. Will man nicht. Haben aber nichts gefunden, bis wir am nächsten Tag festgestellt haben, dass unser Blinker kaputt ist und hier hinten am Radkasten ein Stück dieser Plastikverkleidung abgefahren wurde. Das ist Gott sei Dank kein riesiges Drama. Das ist natürlich super nervig. Long story short, wir haben jetzt endlich mal einen Termin bei der Werkstatt gemacht und lassen das fixen. Mal komisch an, seinen Schlüssel abzugeben. Ja, ja, vor allem so ohne alles. Ja. So, Transit ist abgegeben und mein Taxi ist auch hier. Hallo. Oder bist du Uber? Ich bin Uber. Warte mal, warum fährst du? Das ist mein Auto. Bevor ich jetzt heute irgendwas anderes mache, will ich erstmal die Kabelschläuche anbringen und uns da Kabelmanagement hier endlich mal angehen. Viele Leute haben zwar gesagt, das wäre gar nicht so schlimm. Mir geht's auf den Sack. Ich mach's jetzt heute endlich mal schön. Ist nicht perfekt, perfekt. Aber es ist erstmal alles irgendwie ein bisschen ordentlicher, ein bisschen versteckter durch die Kabelkanäle. Und ich habe auch ein paar Sachen, ehrlich gesagt, einfach unter den Teppich geschoben. Irgendwelche zu langen Kabel. Und jetzt ist sie zumindest visuell ein bisschen ordentlicher. Und vor allem ist jetzt alles einfach bei einer Steckdosenleiste, anstatt wie vorher über diese blöde Kabeltrommel. Nice. Alles klar, nächster Step. Wir haben jetzt einen Skype-Call mit einem potenziellen Praktikanten slash vielleicht sogar Ausbildungsbewerber. Und mal ein genaueres Bild uns machen, ob Lisa bald ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen könnte. Was damit natürlich in Wirklichkeit gemeint ist, ist ein Zellengenosse für den Keller. Wir spielen das klassische Spiel Bad Cop, Bad Cop. Das können wir tatsächlich professionell mittlerweile. Wir sind einfach richtig unsympathisch. Warum haben wir uns entschieden, mit dieser Person ins tiefere Gespräch zu gehen? Also, der Diet hat einfach eine coole Referenz mitgeschickt. Der hatte so Porträtvideos gemacht, die einfach echt gut aussahen. Cool konzipiert, schöner Look, gute Kameraführung, gute kleine Idee. Und das waren dann so zwei Videos, wo wir uns dachten, oh fuck, als wir so alt waren, war das richtig scheiße, was wir gemacht haben. Warum macht jemand sowas Gutes? Und here he goes. Hallo. Wenn man in so einem Büro mit verschiedenen kreativen Hansels ist, dann kommen manchmal out of nowhere so ganz komische Anfragen von der Seite wie, kann ich mal eure Hände haben? Wofür brauchst du unsere Hände, David? Für ein Foto. Mehr sage ich dazu. Hier ist meine Hand. Nicht. Danke. Naja, keine Ahnung, was passiert, aber ich bin jetzt gleich Handmodel. Darf ich das in den Vlog oder ist das irgendwie geheim? Nein, das ist toll. Handmodel-Job dann. Ich danke euch. Lisa, zeig mir, wie du handmodelst. Ungefähr so. Sonne. Das kann ich sehr gut, das habe ich jetzt perfektioniert. Fotoshooting Teil 19. Lisa, was hast du da für ein Setup? Dieses Setup ist der Ronin RS2 mit der C70 heute drauf. Normalerweise nutzen wir die R6 für die ganzen Schüsse, aber heute mit der C70 und dann
Schau mal, was bei rumkommt. Lisa ist ab nächster... Order Focus. Hallo. Ich stehe hier vor... Danke. Lisa ist ab nächster Woche wieder in der Schule und hat jetzt gerade noch mal Bock auf Action. Bevor... Deshalb drehen wir jetzt 80 Jahre Death Metal Videos. Genau. Und dann haben wir gedacht, wir probieren unser Glück. Vielleicht kommt die Sonne noch mal kurz raus und wir machen noch 2-3 Shots für unseren Website-Relaunch-Image-Film-Bullshit. Der Sound ist bestimmt kacke, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall kommt die Sonne gerade nicht raus. Auf jeden Fall kommt die Sonne gerade nicht raus! Unangenehm. wir machen trotzdem was. Willst du dich nackt machen? Die Sonne, sie kommt raus! Ja, dann ist es dumm. Wie ist dir kalt? Wir verlieren langsam das letzte Tageslicht. Es sind aber wirklich sehr schöne Shots jetzt entstanden, auch wenn natürlich die perfekte Situation gewesen wäre. Die Sonne kommt dann mal richtig raus, trifft die Bäume noch mal richtig, bringt so richtig die Blätter zum Glühen. Weil gerade sind diese goldenen Herbsttage, von denen immer alle sprechen. Man sieht ja, die Blätter sind geil gelb und wenn da die Sonne drauf ballert, dann hast du direkt den Look des Jahrhunderts, ohne irgendwas machen zu müssen. Das Glück hatten wir jetzt leider nicht. Trotzdem sehr, sehr schöne Shots. Zehn Minuten haben wir noch, damit es dunkel. Lisa hat aber auch eine Laofas dabei. Ich mache jetzt noch ein paar Shots vom Joscha, der hier durch die Allee geht. Wir gehen untersichtig mit einer Weitwinkeloptik drauf. Und ich glaube, das sieht ziemlich geil aus, wenn man so an den ganzen Bäumen vorbeigeht und Joscha relativ stable in der Bildmitte bleibt. Das versuche ich hinzubekommen. Ob es klappt, ist eine andere Frage. Echt krass, weil ich vergesse einfach gerne mal, wie saumäßig anstrengend so Gimbal-Aufnahmen sind. Ich glaube, ich sage das häufiger, ne? Ich vergesse einfach gerne, wie anstrengend Gimbal-Aufnahmen sind. Vor allem mit einer C70 geladen, wenn man da so ein bisschen rumrennt. Hoffentlich lohnt sich's. Joscha, bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Echt cool. Also ich verrückt mich selber so zu sehen. Weil ich eigentlich ein anderes Bild von mir habe, aber es ist ja schön, dass man irgendwie vielseitig ist. Wir haben an verschiedenen Spots einfach Shots aufgenommen. Ob wir die nachher verwenden wollen für unsere Imagefilmchen, ist eine andere Frage. Die sind schon vielleicht ein bisschen sehr artifiziell und selbstverliebt, aber hat er trotzdem Bock gemacht. Und zumindest für die heimische Sammlung, falls man wieder 2 Kilo zugenommen hat, ist das, glaube ich, ganz gut. Selbstbewusstsein stärken mit Slow Motion, Leute. Hashtag des Tages. Lisa, hat es dir auch Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe hier immer die Kombi-Aufgabe zwischen immer mal wieder Lampe reinhalten oder Schnittbilder sammeln oder Gimbal austarieren. Aber die Mischung macht's und war auf jeden Fall jetzt auch mal zum Ende des Tages ein bisschen Action. So wie gewünscht. Ach was, bist du wieder in der Schule? Ja, ab wann? Ab Montag. Oh nein! Ja, ich bin tatsächlich überrascht, wie schwer dann doch die C70 auf dem Gimbal ist. Also jetzt für eine Einhand-Gimbal-Nummer wirklich so das Maximum. Also ich kann es nicht so lange entspannt halten. Ich würde sagen, nach 8 Minuten, das ist Quatsch, nach 2 Minuten am Stück drehen, fällt einem der Arm ab. Und ich bin jetzt nicht ganz unsportlich. Nicht ganz. Nicht ganz. Danke. Wir beenden die Nummer jetzt auch hier. Ich laufe da vorne, damit ihr auch im Bild seid. Vielen lieben Dank fürs Anschauen. Hashtag des Tages hat ihr auch schon gegeben. Selbstbewusstsein steigern durch Slow Motion. Genau. Ich hoffe, man hört irgendwas durch diesen Wind und dann sehen wir uns morgen. Tschüss! Keiner winkt, nur ich. Tschüss! Ach so, ja, tschüss.